Am Freitag wurden die Gruppen für die WM 2018 ausgelost. Die DFB 11 kann sich über die Gegner nicht beschweren. Doch wenn man der Statistik glaubt, ist Frankreich Favorit und Deutschland ohne Chance. Die spannendste Konstellation der WM ist definitiv die Gruppe D. Argentinien, Kroatien, Island und Nigeria müssen um zwei Plätze im Achtelfinale spielen. Eigentlich gilt Nigeria als womöglich stärkstes Team Afrikas, doch gegen diese Teams wird es alles andere als leicht für das Team von Gernot Rohr. Mit den Argentiniern in einer Gruppe zu sein, ist ihnen allerdings bekannt. Sechsmal fuhr Nigeria zur WM, fünfmal ging es in der Vorrunde gegen die Gauchos. Peru macht Frankreich zum Favoriten. Die Weltmeisterschaft in Russland ist das 21. Turnier seiner Art. Acht verschiedene Titelträger gibt es, bis auf Italien haben sich auch alle qualifiziert. Nur in einer Gruppe bei der WM im kommenden Jahr ist kein Weltmeister vertreten, die Gruppe H um Polen, Kolumbien, Senegal und Japan hat keinen einzigen Gewinner des goldenen Pokals. Zu den Weltmeistern zählt natürlich auch Frankreich. 1998 holte die Equipe Tricolore den Titel bei der Heim-WM. Auch in Russland gilt das Team um Antoine Griezmann als Titelkandidat. Wenn man einer kuriosen Statistik glaubt, macht Peru Frankreich sogar zum absoluten Top-Favoriten. Immer, wenn die Südamerikaner sich für eine WM qualifizierten, spielten sie in der Gruppenphase gegen ein Team, was am Ende den Pokal mit nach Hause nahm. Das bedeutet natürlich, dass nicht nur Frankreich, sondern auch Australien und Dänemark keine schlechten Chancen haben. 100% Peru habe, facette eventual World Cup Winner in each of their four PVE aus World Cup Appearances, Uruguay in 1930, Brasil in 1970, Argentina in 1978, Italy in 1982.